Willkommen zum Anleitungsvideo Kraft und Ausdauer mit der Faszienrolle. Ein muskulöser, ausdauerfähiger Körper ist essentiell für eine aufrechte Körperhaltung, ist weniger anfällig für Schmerzen und sorgt insgesamt für ein besseres Körpergefühl und Balance. Übungen mit der Faszienrolle unterstützen den Aufbau der Muskulatur in der Körpermitte, in den Armen und Beinen. Auch die gesamte Ausdauer des Körpers kann mit speziellen Übungen verbessert werden. Die Übungen kann man beliebig oft wiederholen. Je nach Intensität sind 3 Sätze mit jeweils 15 bis 20 Wiederholungen empfehlenswert. Übung 1. Diagonalübung im Vierfüßlerstand. Schalten Sie Ihre Faszienrolle an. Gehen Sie in den Vierfüßlerstand und strecken Sie diagonal den rechten Arm nach vorn und das linke Bein nach hinten. Der linke Arm befindet sich dabei auf der vibrierenden Faszienrolle. Arm und Bein werden in der Übung wiederholt diagonal zueinander geführt und wieder auseinandergestreckt. Die Übung trainiert die geraden und die schrägen Bauchmuskeln sowie die Gesäß- und Deltamuskeln an. Becken und Rumpf gewinnen an Stabilität, was Ihre Wirbelsäulen- und Hüftkontrolle im Alltag verbessert. Übung 2. Planks mit gestreckten Armen. Platzieren Sie Ihre Handflächen auf die vibrierende Faszienrolle. Die gestreckten Arme sind parallel zueinander und befinden sich auf Schulterhöhe. Die Füße berühren nur mit den Zehen den Boden. Nun bringen Sie den kompletten Körper in Spannung, sodass der Rücken mit den Schultern und Beinen eine Linie bildet. Im Wechsel strecken Sie nun die Arme gerade nach vorne. Ganz wichtig, nicht im Rücken durchhängen. Das erfordert insbesondere eine starke Bauchspannung und trainiert perfekt die gesamte Bauchmuskulatur. Diese Übung ist ein Ganzkörpertraining und spricht nahezu alle Muskeln im Körper an. Schultern, Arme, Brust, Beine sowie den gesamten Core. Übung 3. Schulterbrücke. Legen Sie sich auf den Rücken, die Arme ruhen neben dem Körper und stellen Sie Ihre Füße hüftbreit auf der Faszienrolle ab. Achten Sie darauf, dass die Knie im 90-Grad-Winkel gebeugt sind. Dann heben Sie Ihre Hüfte, bis Rumpf und Oberschenkel eine Gerade bilden. Im Wechsel halten Sie dann die Hüfte angehoben und senken Sie dann wieder ab. Auf und ab. Diese Übung aktiviert alle 3 Gesäßmuskeln und die hintere Oberschenkelmuskulatur. Übung 4. Einbeinige Schulterbrücke. Als Steigerung der vorherigen Übung heben Sie nicht nur Ihre Hüfte, bis Rumpf und Oberschenkel eine Gerade bilden, sondern halten die Hüfte angehoben und ziehen das Bein wie mit einem Schritt im 90-Grad-Winkel zu sich. Achten Sie darauf, dass die Arme neben dem Körper ruhen und Ihre Füße hüftbreit auf der Faszienrolle positioniert sind. Ziehen Sie abwechselnd das linke und rechte Bein zu sich. Übung 5. Liegestütze. Achten Sie auf eine saubere Grundausführung der Liegestütze, indem Sie die Arme etwa schulterbreit positionieren. Der Körper bildet eine Linie und die Beine stehen eher eng aneinander. Schauen Sie, dass Sie in der Hüfte und zwischen den Schulterblättern nicht durchhängen. Eine Handfläche ist auf der Faszienrolle platziert, die andere auf der Matte. Dabei bleibt der Körper ständig unter Anspannung. Die Liegestütze in Kombination mit der Faszienrolle ist eine effektive Methode, um zielgerichtet Arm- und Schultermuskulatur, die Rumpfkraft sowie die Körperspannung zu trainieren. Übung 6. Kniebeuge.
Die Füße stehen schulterbreit und die Zehen zeigen nach vorn. Schieben Sie langsam das Becken nach hinten und beugen Sie die Knie. Heben Sie die Arme mit der Faszienrolle in den Händen gerade nach vorn in die Verlängerung des Oberkörpers, bis die Arme eine Gerade mit dem Rücken bilden. Gehen Sie so weit in die Kniebeuge, bis die Beine im 90-Grad-Winkel gebeugt sind. Die Kniebeuge ist das perfekte Training, um den ganzen Körper zu kräftigen und zu strecken. Audio Jungle.